Wir leiten jetzt über. Herr Kraft hatte vor allem über den Utopiebegriff gesprochen. Herr Bartels wird sich jetzt stärker Hack selbst zuwenden mit dem Vortrag Die Landkarte und die Landschaft zur Struktur des Idealbegriffs von Peter Hacks. Herr Bartels ist Literaturwissenschaftler. Er hatte an der Humboldt-Universität klassische Philologie und Philosophie studiert. Er hat sehr viel über Hacks gearbeitet. Seit 2007 ist er ständiger redaktioneller Mitarbeiter, seit diesem Jahr auch Herausgeber des Hacks-Journals Argos. Er leitet seit 4 Jahren die Schriftenreihe Edition Neue Klassik, die sich vor allem mit Hacks und Problemen aus dessen Umkreis befasst. Er selbst hat darin den Essay Leistung und Demokratie veröffentlicht. Und vielleicht als letztes, Herr Bartels ist Herausgeber des Hacks-Lexikons, das voraussichtlich 2014 erscheinen wird. Seit einem knappen Jahr lebt er in Osaka. Bitte schön. Ja, ich werde heute über den Begriff des Ideals reden, wie er von Hacks bestimmt und gebraucht worden ist. Und zu einem vollständigen Umriss dieses Begriffes sind eigentlich 3 Blickwinkel nötig. Einmal der Begriff selbst, zweitens seine Rolle für das dramatische Werk von Peter Hacks und drittens seine Bedeutung für die Ästhetik. Und da die Redezeit hier aber sehr knapp bemessen ist, werde ich auf den zweiten Teil, der sicherlich der anschaulichste von den dreien ist, vollständig verzichten müssen, und auf den dritten Teil, die Ästhetik, den werde ich in etwas gedrängter Form darstellen, und der vollständige Vortrag kann dann im Tagungsband nachgelesen werden. Mein Vortrag heißt Die Landkarte und die Landschaft. Ich hätte ihn aber auch gut, wenn der Herrgott nicht will, nützt es gar nichts, oder wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, nennen können. Es liefe aufs Gleiche hinaus. Das Verhältnis, das das menschliche Wollen zu den Bedingungen, unter denen es umgesetzt werden muss, besitzt, auf den alten Kampf zwischen Ideal und Wirklichkeit. Es gibt zu diesem Kampf seit je 3 Meinungen. Das Ideal habe Recht, die Wirklichkeit habe Recht, beide haben Unrecht. Die letzte ist die, auf die es ankommt. So zumindest stets im Tasso. Ich zitiere: Die Welt, das sind Gebirge, Flüsse, Wolken. Die Welt sind viele Leute und mehr Läuse. Ich will sie lenken, also gibt sie mir die Richtung an. Ich will, was menschlich ist. Das ist der Anfang meines Wollens und zugleich sein Ende. Von dem Punkt an wechselt Wollen den alten Namen und heißt Müssen, und aufgehoben nur in diesem Müssen versteckt, doch, hoffe ich, nie vermindert, lebt es fort, dies freie, menschliche Ich will. Wenn die Idee durch die Fugen der Zeit läuft, passiert etwas mit ihr. Sie ändert sich. Das ist unvermeidlich, und da die besten Hacks-Gedichte immer noch von Brecht kommen, möchte ich zum Ende meines Anfangs eines seiner schönsten zitieren, in dem der alte Augsburger, der nun wahrlich ganz andere Sorgen hatte, sich durchaus auf der Reflexionshöhe dieses von Hacks so emphatisch für sich beanspruchten Themas befindet. Ach, wie sollen wir die kleine Rose buchen? Die Geschichte ist die, dass Isolde Kilian im Hinterhof von Brechts Berliner Wohnung eine Rose entdeckt hat, die dort einfach ganz unplanmäßig gewachsen ist und mit der keiner gerechnet hat. Also Brecht schreibt: Ach, wie sollen wir die kleine Rose buchen, plötzlich dunkelrot und jung und nah. Ach, wir kamen nicht, sie zu besuchen, aber als wir kamen, war sie da. Okay. Ehe sie da war, ward sie nicht erwartet. Als sie da war, ward sie kaum geglaubt. Ach, zum Ziele kam, was nie gestartet, aber war es so nicht überhaupt? Wer über das Ideal redet, redet über sein Verhältnis zur Wirklichkeit, über sein eigenes sowohl wie auch das des Ideals. Aber was eigentlich ist das Ideal? Wir haben hier den seltenen Fall in der Geschichte des Denkens, dass sich im Grunde alle einig sind. Das Ideal sei eine besondere Art der Idee, ein nicht wirkliches, gedankliches Gebilde, das musterhaft ist und auf vollkommene Weise ein Sollen ausdrückt. Allerdings fällt auf, dass die Gegenstände, die konkret als Ideal bezeichnet werden können, von unterschiedlicher Art sind. Es kann sich handeln erstens um menschliche Haltungen, die man im griechischen Aretei und im deutschen lange Zeit Tugenden nannte, also Mut, Besonnenheit, Gerechtigkeit, Vernunft, Ehrfurcht, Frömmigkeit, Beherrschtheit, Lust, Liebe, Toleranz, Konsequenz, Unbestechlichkeit etc. etc. Zweitens um Funktionen von Artefakten, worunter
jedes Werkzeug, Kunstwerk oder sonst wie absichtsvoll zweckmäßig eingerichtete zu verstehen ist. Drittens, um gesellschaftliche Zustände, etwa Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Reichtum, Fortschritt, Frieden, Muße oder konkreter das Elysion, das Paradies, der freie Markt, der Kommunismus. Es sind nicht die Menschen, nicht die Artefakte, nicht die realen Gesellschaften, die man ideal nennt, sondern die Eigenschaften an ihnen, die sie zu dem machen, was sie sein sollen oder wollen. Also im Fall der Menschen wollen. Das Ideal ist also eigentlich nicht eine besondere Form der Idee, sondern vielmehr eine Eigenschaft, die Ideen haben können. Das Formale an der Form, das Universalische an den Universalien. Es wäre daher sinnvoller, vom Ideal nicht in der substantivischen Form, sondern in der adjektivischen zu sprechen. Ideal in diesem Sinne ist jede Idee, die menschliche Dispositionen, gesellschaftliche Zustände oder gegenständliche Funktionen auf vollkommene, musterhafte Weise ausdrückt und damit zugleich mitteilt, wie das Ding, das sie meint, sein sollte. Das Ideal einer Sache ist mehr als ihr Begriff. Der Begriff bildet bloß ab, das Ideal fordert auch. Es ist ein nach vorn gerichteter Begriff. Hierin mag der Grund liegen, aus dem Ideal und Utopie sich teilweise decken, hierin jedenfalls liegt der Grund, aus dem Hux beide Begriffe in eins setzt. Dabei ist der Gebrauch des Begriffs der Utopie der ursprüngliche, erst Mitte der 70er Jahre, in einer Zeit, in der Hux sein Land bereits vom rechten Weg geraten sah, tritt an die Stelle der Utopie der Begriff des Ideals, den er seitdem bevorzugt gebrauchte. Dafür gibt er zwei Gründe an. Zum einen hafte dem Gebrauch des Utopiebegriffs ein falscher Gebrauch an, ein Missbrauch, und zum anderen sei der Begriff des Ideals von der deutschen Klassik her tradiert und habe sich bewährt. Ja, schrecklich. Aber warum hat er sich bewährt? Die Utopie, die Herkunft des Wortes ist allgemein bekannt, das ist auch schon angedeutet worden, bezeichnet etwas Nicht-Wirkliches im zeitlichen Sinne, etwas Künftiges oder zumindest in die Zukunft Projiziertes. Und es drückt im Gegensatz zur, das Ideal dagegen ist außer der Zeit. Es steht als reine Bestimmtheit und ist ganz bei sich. Und es, also das Ideal, drückt im Gegensatz zur Utopie zugleich Objektivität und Werthaftigkeit aus. Daher sind beide Begriffe nicht ohne weiteres substituierbar. Das Ausbildungszentrum des FC Barcelona bietet ideale Bedingungen für die Entwicklung hochbegabter Fußballer. Versuchen Sie mal in diesem Satz Ideal durch utopisch zu ersetzen. Nun hat Hux mit dem Begriff des Ideals nicht nur operiert, er hat auch unternommen, ihn zu definieren. Das Ideal wird von ihm bestimmt als eine, ich zitiere, wünschenswerte Sache, die nicht ist und von der man gleich zugibt, dass sie an keinem Ort und zu keiner Zeit sein wird. Das entspricht teils explizit, teils implizit der eingangs vorgetragenen philosophiegeschichtlichen Definition. Ich wiederhole sie noch einmal. Das Ideal ist eine besondere Art der Idee, ein nicht wirkliches, gedankliches Gebilde, das musterhaft ist und auf vollkommene Weise einen Sollen ausdrückt. In Huxens Definition finden sich drei definitorische Momente, die mit der philosophiegeschichtlichen Definition, also mit dieser, die ich gerade nochmal vorgetragen habe, in Verbindung zu bringen sind. Das Ideal ist erstens eine Nichtsache, zweitens volontativ, drittens nicht realisierbar. Die Nichtsache und das Voluntative finden sich da selbst, die Nichtrealisierbarkeit leitet sich aus der dort angeführten Vollkommenheit ab. Doch der Reihe nach, wenn Hux das Ideal etwas leger eine Sache nennt, die nicht ist, macht er aus der Sache eine Nichtsache, also eine Idee. Was nicht im Sein ist, muss im Denken sein oder es ist überhaupt nicht. Wäre es weder im Denken noch im Sein, ginge nicht darüber zu reden. Und Hux legt einigen Wert auf die Feststellung, das Ideal sei ein materialistischer Begriff, womit er meint, dass der Begriff nicht im Gegensatz zur marxistischen Weltanschauung steht. Es ist bezeichnend, dass er sich genötigt fühlt, darauf hinzuweisen. Man würde meinen, dass das gar keine Streitfrage sein kann. Natürlich ist das tätige Bewusstsein selbst eine Tatsache, gehören Denken und Wollen genauso zur Welt wie die wie der jeweils gegenwärtige Bestand der Wirklichkeit. Aber auch abgesehen davon, jeder Zustand einer jeden Sache hat zugleich auch das an sich, was sie nicht ist. Mangel ist eine Eigenschaft. Unser Bewusstsein tut folglich immer mehr, als bloß das Dasein abzubilden. Es greift naturgemäß über das Vorhandene hinaus. Mithin ruhen in jedem Bestand von Wirklichkeit Möglichkeiten, die realisiert werden können. Keine Philosophie, die sich dem Objekt Welt verpflichtet sieht, könnte sich leisten, den Begriff des Ideals, der die Schnittstelle von objektiv vorhandener und subjektiv ersehnter Möglichkeit ausmacht, aus ihrem begrifflichen Geflecht zu bannen. Umgekehrt würde eine Philosophie, aus der man das Immaterielle etwa tilgte, dadurch kein bisschen materialistischer, freilich um vieles weniger wahr.
Verblüffenderweise verweist Hax in diesem Zusammenhang auf Schiller, dessen Idealbegriff der richtige und durchaus materialistisch sei. Nun war Schiller im philosophiegeschichtlichen Sinne des Wortes bekanntlich kein Materialist. Wie überhaupt jeder Denker, er wäre denn Atomist oder Mechanist, idealistisch denken muss, sobald er über die Welt und ihre Zusammenhänge nachdenkt. Schiller kannte die Formursache, er verweigerte dem Stoff an sich selbst eine Achtung und empfahl der Menschheit, dass sie das Materielle nur insofern schätzen soll, als es Gestalt zu empfangen und das Reich der Ideen zu verbreiten imstande ist. Sieht man von der emphatischen Ausdrucksweise ab, bringt Schiller damit keine andere Überzeugung auf den Punkt als die jeder sonstigen spekulativen Philosophie, komme sie nun von Aristoteles, von Kant, von Hegel oder von Marx. Materie wird immer erst dort interessant, wo sie Struktur annimmt, und das Fragen nach der Struktur sprengt die materialistische Methode. Nun hat der Materialismus als marxistischer Terminus jedoch eine andere Bedeutung, nämlich anzuerkennen, dass die Welt unabhängig vom Bewusstsein, so wie sie eben ist, existiert. Materialistisch in diesem Sinne waren allerdings ebenfalls alle die erwähnten Denker, mithin auch Schiller, der sehr gut zwischen dem gedanklichen Gebilde und der stofflichen Welt zu unterscheiden wusste. Für Schiller ist das Ideal zwar frei von jeder Zeitgewalt, sublim somit und ewig, und es beruht auf freier Imagination und ruht als Gespielen seliger Naturen in sich, dort, wo der Mensch ganz er selbst ist und keinen Zwängen unterliegt. Dennoch geht Schiller, ich zitiere, über dem unbegrenzten Ideale, den begrenzten Fall der Anwendung, nicht zu übersehen. Und ich denke, gerade in dieser Betonung der Unwirklichkeit des Ideals liegt der Grund, aus dem Hax diese Auffassung für materialistisch halten konnte. Nun bestimmt beim Ideal aber nicht nur der ideelle Charakter das Verhältnis zur Wirklichkeit, sondern auch der volontative. Es geht nicht nur um die theoretische Frage, ob und auf welche Weise Wirklichkeit abgebildet wird, sondern auch um die praktische Frage, was in der Wirklichkeit bewirkt werden soll. Indem das Ideal etwas Wünschenswertes ausdrückt, drückt es zugleich den Anspruch aus, die Welt gemäß dem gewünschten Inhalt zu ändern. Das Ideal ist daher, sagt Hax, ich zitiere, für das seiene Leben ganz unentbehrlich, weil nämlich in dem Moment, wo man keine Richtung für einen Weg hat, jedes Gehen nicht mehr stattfindet. Gesellschaftlicher Fortschritt ereignet sich nur dort, wo ein letztes Ziel mit vorgestellt wird. Damit ist zweierlei gesagt. Erstens, dass das Dogma des Opportunismus, der Weg sei alles, das Ziel nichts, kaum zufällig zu jenem ziellosen Herumhumpeln führt, das, wie die real existierende Sozialdemokratie von Eduard Bernstein bis Sarah Wagenknecht zeigt, keine geschichtliche Fortschrittsbewegung erzeugen kann. Zweitens, dass auch die Vorstellung einer fundamental neu organisierten Lebensweise, einer gesellschaftlichen Utopie transzendent bleiben muss, dass die Menschheit nur dann fortschreitet, wenn sie sich Ziele setzt, die nicht erreichbar sind. Die zweite Ableitung ließe sich, wenn man wollte, anfechten. Man müsste dann aber davon ausgehen, dass die großen gesellschaftlichen Utopien der Menschheit in vollem Umfang erlangbar sind und nach Erreichen eines so gearteten Zustands bislang unbekannte Ideale im menschlichen Wollen entstehen, die dann ihrerseits wieder eines fernen und doch so gewissen Tages erreicht werden, um dann wieder neue Ziele etc. etc. Und wenn man dann noch das Wetter für den Tag der Geburt vorauszusagen imstande ist, kann man sich auch gleich die passenden Sachen rauslegen. Die Unfreunde ewiger Wahrheiten pflegen, gegen die Gewissheit der Wahrheit zu polemisieren, als ob es die Gewissheit wäre, die sie stört. In Wahrheit setzen sie der Wahrheit die Gewissheit der Unwahrheit entgegen. Ihr Glaube an das Unmögliche ist unerschütterlich und sie sind Dogmatiker nicht weniger als die, die von ihnen kritisiert werden. Natürlich wird sich jedes Denken letztlich als dogmatisch erweisen, je weiter man in seine Gründe zurückgeht. Irgendwo ist immer ein Punkt, vor dem man einfach losgehen muss. Und weil es unmöglich ist, nicht zu glauben, schlage ich vor, doch einfach an das gut Begründete zu glauben, zum Beispiel an die Logik. Die Frage, an der sich alle Politik fortwährend abarbeitet, ist das Widerstreiten von Einzelwille und Allgemeinwille, die Kollision des individuellen und sozialen Interesses. Zu diesem Streit gibt es von der Logik her nur drei Möglichkeiten, also mögliche Haltungen. Erstens die Freiheit, die das Einzelinteresse absolut setzt, die Gleichheit, die das kollektive Interesse absolut setzt, und die Gerechtigkeit, die Einzel- und Kollektivinteresse zu vermitteln versucht. Dieses Verhältnis aus Idealen ist selbst ideal und es ist ewig. Alle bisherigen politischen, also ewig heißt nicht im kosmischen Sinne, aber solange die Menschheit existiert. Ja? Also ich weiß auch, dass irgendwann die Erde weg ist. Also alle bisherigen politischen Ideologien lassen sich,
auf ihre allgemeinen Gründe heruntergebrochen, einer dieser drei Haltungen zuordnen und alle künftigen Ideologien werden sich entsprechend zuordnen lassen. Wenn also eingestanden wird, also das Wenn wäre hier zu betonen, dass unter den menschlichen Vorstellungen solche von idealer Natur sind, Bedürfnisse ohne Verfallsdatum, dann wäre es ganz absurd, diese nicht zum Leitfaden des politischen Handelns zu machen. Und das gilt ganz besonders für eine politische Bewegung, die ihr Streben auf eine neue Gesellschaftsstruktur richtet. Die marxistische Tradition hat allerdings dem Idealbegriff ebenso wie den der Utopie mit wenigen rühmlichen Ausnahmen, Bloch vor allem wäre hier zu nennen, etwas unwirsch beiseite geschoben. Das ist, wie ich meine, in erster Linie einer Stimmung geschuldet, die danach trachtet, geschichtliche Vorgänge, auch solche, die sich noch nicht ereignet haben, zu objektivieren, das Subjekt und seine Handlungsmöglichkeiten aus ihnen weitgehend herauszustreichen und alles bloß Vollzug von historisch-ökonomischen Gesetzmäßigkeiten sein zu lassen. Dabei ist ganz unstrittig, dass auch Marx einen Begriff vom Ideal hatte und in affirmativer Weise mit ihm operierte. Ich erinnere zum Beispiel an die Abhandlung im Arbeitsprozess im Kapital, worin Marx jenes berühmte Bild vom Baumeister und der Biene malt. Was noch den schlechtesten Baumeister von der besten Biene unterscheide, ist, dass er sein Bauwerk zunächst im Kopf baue, bevor er es in die stoffliche Welt setzt. Durchaus platonisch, entsprechend dem Begriff des Paradigma, bestimmt Marx das Wesen der menschlichen Arbeit als einen Akt, der ein ideelles Ur- oder Vorbild in das Reich der Tatsachen hebt. Und solange kein Demiurg im Spiel ist und es sich um von Menschen Gemachtes handelt, ist daran auch nichts Subjektivistisches oder Mystisches. Haxens Behauptung, dass das Ideal notwendig sei, weil jede Bewegung ein letztes Ziel brauche, hat einen genauen Grund. Worum es geht, das ist ganz einfach, dass man das Wollen, das Interesse, das Bedürfnis, also das Subjektive, nicht aus der Politik streichen kann. Es ist dieses Wollen, wodurch die Ziele der Bewegung fixiert werden. Nun habe ich schon erklärt, warum die Nichterreichbarkeit des Ideals für Hax eine wichtige Eigenschaft ist. Zum einen nämlich ermöglicht sie, wie gesagt, den Begriff des Ideals mit der marxistischen Weltsicht in Einklang zu bringen. Zum anderen erhält sie der politischen Unternehmung die fernen Ziele und Bewegungsgründe. Doch Zweckursachen taugen nicht als Begründungen. Und in der Tat weiß Hax Gründe anzugeben, die unabhängig von der Zweckmäßigkeit für die Vorstellung von der Nichterreichbarkeit der Ideale sprechen. Ich wiederhole jetzt manches, das ich andernorts schon vorgetragen habe. Der Grund der Nichterreichbarkeit liegt nach Hax darin, dass ein Ideal die verallgemeinerte und reine Form eines Bedürfnisses, einer Haltung oder eines anthropischen Vermögens ist und die Wirklichkeit eine Umwelt, in der es nicht verweilen kann, denn Ideale sind, ich zitiere, durch Einseitigkeit eitel und in ihrem Ausschließlichkeitsanspruch undurchführbar. Undurchführbar sind sie aber auch in Bezug aufeinander, denn sie widersprechen sich gegenseitig und lassen sich, Zitat, nicht an einem einzelnen Menschen, lebendigen Menschen versammeln. Was hierunter zu verstehen ist, leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich etwa Figurenpaare der griechischen Mythologie vor Augen führt. Antigone und Kreon schließen einander so absolut aus, wie Eukos und Polis oder Philia und Staatsräson sich ausschließen. Hippolytos und Phaedra sind so unvereinbar, wie Keuschheit und Lust es nur eben sind. Indem Phaedra krank vor Liebe ist, kann an ihr kein Gramm Keuschheit sein. An Hippolytos ist umgekehrt kein Gramm Liebe, da er der keuschen Artemis so ausschließlich folgt. Es ist gerade die Vollkommenheit der Figuren, die ihre Beschränktheit ausmacht. Der Gedanke findet sich übrigens schon sehr früh bei Hax. Im Volksbuch vom Herzog Ernst fragt der Bischof von Köln den Pfalzgrafen Heinrich, was würdet ihr wohl eher vermissen, eure Treue oder eure Ehrlichkeit? Hoher Herr, die Tugenden sind wie Wildgänse. Wenn eine voranfliegt, so folgen die anderen hinterdrein, antwortet dieser. Aber Köln korrigiert. Nein, die Tugenden sind wie Hähne. Eine hackt die andere tot. Ich lasse jetzt, wie angekündigt, die Betrachtung zu den Theaterstücken aus, an denen sich der Wandel des Idealbegriffs von Hax relativ gut darstellen lässt und komme auf das, was am Ende dieses Wandels steht, nämlich auf Haxens Polemik gegen den Utopiebegriff, von dem wir vorhin schon ein wenig gehört haben. Um den Wandel kurz zu skizzieren, es gibt beim frühen Haxen einen relativ naiven Zugriff auf diesen Ideal- oder Utopiebegriff, wo man sehr gut sehen kann, dass er auch von vollständigen Realisierbarkeiten dieser Dinge ausgeht. Dann in der klassischen Phase, in den Stücken zwischen, sagen wir mal so ungefähr 62 bis 1972, finden wir ungefähr den Begriff des Ideals, den ich hier vorgetragen habe, auch wenn er gleich theoretisch später formuliert wird. Und in einer dritten Phase, die mit dem Jahrmarktsfass zu Plunders Weiland beginnt und die ich immer ganz gerne die ideologiekritische Phase von Hax nenne,
in der es im Wesentlichen darum geht, für Hax nicht mehr große Haltungen vorzuführen, sondern im Grunde sich mit Formen der Dummheit und des falschen Bewusstseins auseinanderzusetzen, wo Hax also beginnt, polemisch sich zu verhalten gegen seine Wirklichkeit, weil er zu ahnen beginnt, dass die Sache in eine Richtung läuft, die nicht die seine ist. Also in dieser letzten Phase finden wir zunehmend auch Utopiekritik, und da heißt es nun dann am Ende dieser Phase 1990 auf einmal, von Utopien komme nichts als Peinliches. Sie sei, die Utopie, derzeit einfach ein Wort für Gegenrevolution. Es werde ein Utopiezwang ausgeübt, der zwei Forderungen enthalte. Ein, ich zitiere, Durchmischtsein aller Kunstwerke mit vulgär-utopischen Forderungen und eine Vorschrift strengster Irrationalität in dem Sinne, dass von den einstmals glänzenden und scharfsinnigen utopischen Aufrissen nur jener Teil überliefert werden dürfe, der das Hilflose an ihnen ausmacht, dass sie nicht vernünftig sind, nämlich, und dass sie zu nichts führen. Pardon. Trockene Kehle. Trockenes Thema, trockene Kehle. Doch sind diese Sätze nur auf den ersten Blick eine Revision der früheren Auffassung? Bereits 1976 hatte Hax den Begriff der Utopie im Zusammenhang mit der eben ausführlich behandelten Definition des Ideals im Hinblick auf falschen Gebrauch oder Missbrauch kritisiert. Die Utopie, insofern sie dem Ideal entspricht, sei zu verstehen als eine Sache, die einen Wert darstellt, aber nie ganz erreicht werden kann. Die möglichen Abweichungen von diesen zwei in dieser Definition behaupteten Eigenschaften, dem Wertvollen und der Nichterreichbarkeit, machen den falschen Gebrauch des Utopiebegriffs aus. Hax nennt drei Fälle von Abweichungen. Erstens, wenn der Inhalt einer Utopie als vollständig realisierbar ausgegeben wird. Zweitens, wenn eine nicht wünschenswerte Sache, die aber in Ansätzen bereits existiert, in die Zukunft verlängert wird. Hier hätten wir das Dystopien-Thema. Und drittens, wenn ein wünschenswertes Ziel, das aber vollständig realisierbar ist, als eine Utopie ausgegeben wird. Nachdem eingangs gesagt wurde, dass Utopie und Ideal in der Hax'schen Terminologie identisch sind, muss nun präzisiert werden. Hax lobt eine Sache, die häufig als Utopie bezeichnet wird, schlägt zur Bezeichnung dieser Sache aber den Begriff Ideal vor. Von Utopie hingegen ist lediglich in den Fällen der Dummheit und des falschen Gebrauchs mit dem Begriff mit falschen Umgangs mit dem Begriff Ideal die Rede. Die Utopiekritik steht demnach im Zusammenhang mit der begrifflichen Behauptung des Ideals. Utopie ist ein schlechtes Wort für eine gute Sache, aber ein gutes Wort für eine schlechte Sache. Ein wie kurz auch immer geratener Umriss des Idealbegriffs von Peter Hax blieb unvollständig, ohne einen Blick auf die Funktion des Ideals in der Ästhetik. Ich werde hier aus genannten Gründen kursorisch bleiben müssen. Hax zufolge ist in der Kunst das Ideal nicht nur unentbehrlich wie im gesellschaftlichen Leben, sondern es ist die Hauptsache. Sinn und Ziel des Kunstprozesses ist das Ideal. Also, ich zitiere, die bestvorstellbare Weise für das Subjekt Menschheit wie mit dem Objekt Welt zurande zu kommen. Demgemäß ist auch die Rede vom utopischen Wesen der Kunst. Das Ideal zeigt sich in der Kunst sowohl als Inhalt wie auch als Form. Unter Ideal als Inhalt der Kunst versteht Hax das Vorführen menschlicher Haltungen, also die Arten des Herangehens an die Welt. Insofern Kunst zwar stets, Zitat, von der Gelegenheit einer geschichtlich einmaligen Stelle dem Ideal her beikommt, ist sie, wenngleich absichtlich subjektiv, auch abbildend. Aber Dichter, sagt Hax, können Bleibendes nur deswegen stiften, weil sie über das, was ist, nur nebenbei reden. Der Wert der Kunst liege in der Sorge um das Vollkommene. Kunst verfertigt demnach in der Hauptsache Entwürfe und nicht in der Hauptsache Abbildungen. Das ist insofern interessant, als er 1960 noch das glatte Gegenteil behauptet hat. Klassisch ist die Auffassung einer durchaus abbildenden Kunst, deren eigentlicher Zweck jedoch darin besteht, das Menschliche und seine Spielarten in der Welt zu zeigen. Kunst, heißt es, handelt vom Vollkommenen, indem sie vom Vorhandenen aufs Vollkommene hochrechnet. Und im Eckball einer Parabel auf dem Berliner Theaterbetrieb der 60er Jahre findet sich am Anfang ein Gespräch, das veranschaulicht, worum es geht. Eckball wird gefragt, was das Theater tue. Es liefere Abbildungen, vollkommene, höchst unvollkommene. Warum man es dann nicht gleich lasse und in das wirkliche Leben gehe? Weil, entgegnet Eckball, die unvollkommenen Abbildungen der Welt hinreichen, um dem eigentlichen Zweck des Theaters zu genügen. Mit anderen Worten, um Haltungen zu erproben, braucht man eine abgebildete Welt, denn Haltungen werden in der Welt eingenommen. Es genügt aber, wenn die Abbildungen allein auf diesen Zweck hin eingerichtet sind. Ich überspringe jetzt eine kritische Betrachtung zur Hax'schen Kritik am Schiller'schen Spielbegriff in der Kunst und komme direkt zur
Ideal als Form der Kunst. Also zugleich legt Hacks Wert darauf, dass sich das Ideal auch in der Form der Kunst zeigt. In diesem Zusammenhang wird verständlich, warum er die ästhetische Form betreffend auch von der Utopie des Gutgemachten redet, haben wir auch schon gehört. Diese Formel soll sagen, dass ein Kunstwerk ganz abgesehen von seinem Inhalt bereits dadurch das Ideal verkörpert, dass es in vollkommener Form auftritt. Die klassischen Kunstwerke ermuntern, wie es heißt, uns allein schon vermöge der Kraft zur ästhetischen Fertigkeit. Erst dadurch also, dass das Kunstwerk das Ideal nicht nur behauptet, sondern auch durch seine Schönheit erfahrbar macht, kann es als Kunstwerk ganz seine Wirkung entfalten. Der Begriff der Form, man kennt ihn unter vielen Namen, Form gleichfalls wie Struktur, Gestalt, Disposition, Kraft, Idee oder eben Ideal, beruht auf der Entscheidung, gewisse Dinge für wichtiger zu nehmen als andere. Form ist befugte Ungleichheit oder, wie Hacks formuliert hat, Verteilung von Gewichten. Alle ästhetischen Erzeugnisse beruhen auf Akzentsetzungen. Im poetischen Vers zum Beispiel ist das Metrum ein Muster, demzufolge einige Silben mehr Gewicht besitzen als andere. Und auch die Art, nach der Epiker, Dramatiker oder Lyriker ihre Stoffe auswählen, gestalten und damit entscheiden, welche Teile der Wirklichkeit für sie wichtig sind und welche nicht, ist ein Beispiel für dieses Verteilen von Gewichten. Die Frage, wer welche Teile wichtig findet, hängt ab von der welteigenen Haltung, in der er tätig ist. Sowohl im Weltganzen, also Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kunst, Religion, Philosophie, Politik oder auch in der Ästhetik, nämlich Dichtung, Malerei, Musik etc. Es ist die Eigenart der Tätigkeit, die über die Akzentsetzung entscheidet. Das Ideal als Form der Kunst versteht sich somit fast von selbst. Das Ideal ist formal und die Form ist ideal. Die Gattungsform, sagt Hacks, ich zitiere, wird zur schönen Form, zur Form als solcher. Sie erscheint als ideale Form und als Form schließlich des Ideals. Also als ideale Form und als Form des Ideals. Wie beim Ideal, so ist auch in der ästhetischen Form das Sein und das Sollen kaum noch zu unterscheiden. Jedes einzelne Kunstwerk besitzt eine eigentümliche und unverwechselbare Form. Die Gattung aber ist die Form solcher Formen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass das Ideal das Formale an der Form ist, weil es nicht bloß abbildet, sondern auch fordert. Dieser Zusammenfall von Sein und Sollen, von Abbildung und Schönheit, ist, was die ästhetische Form und das Ideal gemein haben. Entsprechend sagt Hacks, jetzt kommt ein abschließendes Zitat, die Ausdehnung des Inhalts zum idealen Entwurf und die Erhöhung der Form zur Utopie des Gutgemachten sind der Ort, wo Inhalt und Form sich bis zur Ununterscheidbarkeit hinaufgestritten haben. Und wo der Begriff Schönheit, an dem alle ästhetischen Hervorbringen zu messen sind und mithin zu vergleichen, seinen Ernst und seine Fülle erhält. So viel Ernst und Fülle für heute. So wenig, was ich in der knappen Zeit sagen ließ, doch auch, wenn Sie daher heute keinen idealen Vortrag gehört haben können, so doch wenigstens einen Vortrag über das Ideal. Recht herzlichen Dank, Herr Bartels, für diesen gedankreichen Vortrag, der dass wir nun leider auf den Mittelteil aus Zeitgründen verzichten mussten, eben sehr auf theoretische Begriffsklärung aus war. Vielleicht wird sich das eine oder andere auch in der Diskussion noch etwas mehr veranschaulichen lassen. Ich bitte Sie, Ihre Fragen zu stellen. Bitte sehr. Ja, eine Frage. Vielleicht habe ich zu langsam gedacht beim Zuhören. Ich muss also noch mal nachfragen. Habe ich es richtig verstanden, dass im Wechsel von der Wortverwendung Utopie zur Wortverwendung Ideal eigentlich ein inhaltlicher Bruch nicht stattfindet? Und wenn das so ist, verschiebt sich die Verwendung Utopie auf irgendetwas, was Hacks nicht mal. Er braucht ein Wort, um etwas zu bezeichnen, was abzulehnen ist. Und dann wäre die Frage, die folgt, warum zu diesem Zeitpunkt, was sind die Entwicklungen, die ihn dazu veranlassen, eine Bezeichnung einzuführen für etwas, was als Utopie abzuwerten ist. Also zum Beispiel, mir fallen das Kandidaten ein, bestimmte Diskussionen unter Schriftstellern der DDR über ein
utopischen Sozialismus, der eben diesen Engels von der utopischen Wissenschaft versucht, rückgängig zu machen. Ja. War die erste Frage nochmal? Jetzt weiß ich wieder. Der Bruch, würde ich sagen, liegt stärker zwischen dem Frühen und dem Klassischen. Also zwischen der Zeit vor 60, 61 und der Zeit danach. Es ist natürlich nicht ganz bruchlos. Es ist ziemlich, wie sagt man, schockierend zu lesen, dass das von Utopie nichts als Peinliches kommt, wenn man weiß, wie positiv er mit dem Begriff umgegangen ist. Worum es mir nur ging, ist, ich wollte zeigen, es gibt da schon eine Tendenz, die auch bereits 1976, als er entschlossen zur Untersuchung diesen Idealbegriff entwickelt, schon bereits vorhanden ist. Also im Grunde ist diese Ablehnung da schon klar. Natürlich ist es, hätte er 1976 nie unterschrieben, dass von Utopien nichts als Peinliches kommt. Aber hier haben wir wieder das alte, von Ockham her bekannte Problem zwischen Name und Begriff. Also das eine, also wahrscheinlich meint er damit ein bisschen was anderes, wenn er Utopie sagt in der Spätphase. Und das führt mich dann zu der zum zweiten Teil Ihrer Frage. Es ist, denke ich, ganz klar, worum es geht. Adam und Eva ist 1972 der Wechsel der Politik, der Hax zugestimmt hat innerhalb des Sozialismus, ereignete sich genau genommen sogar 1970 schon, aber mit dem Abtritt von Ulbricht 1971. Und man kann das ungefähr feststellen, dass irgendwie dass ungefähr mit zwei Jahren Verzögerung dieses Erschrecken bei ihm kommt. Und das ist ein Punkt, wo Hax durchaus die Kontenance verliert. Also wenn man Jahrmarks Fest zu Plunders Weiland liest und die meisten Stücke, die er danach geschrieben hat, nicht alle, Pandora zum Beispiel wäre auszunehmen, ganz explizit. Und die Stücke nach 1990 sind wieder eine ganz eigene Geschichte. Das ist nochmal ein eigener Reset. Da würde ich sagen, verhält er sich in der Tat polemisch. Da verliert er auch diese Höhe, die er hat. Also wenn man das zum Beispiel mit Adam und Eva vergleicht oder mit anderen Teilen, wo gewissermaßen das falsche Bewusstsein ja auch vorkommt. Also Dummheit, falsche Ideologie, kommt ja beim klassischen Hax auch vor. Aber ich habe in dem ausgelassenen Teil, habe ich die Formulierung drin, da handelt es sich um Systeme, in denen Dummheit vorkommt. Und nach 1973 geht es um Systeme der Dummheit. Also das ist ein anderer Vorgang. Und damit verliert er automatisch an Kunsthöhe, weil er eigentlich negativ ist. Wenn einer polemisiert, ist er zumindest in der Kunst nicht so gut, wie wenn er tatsächlich versucht zu gestalten und das zu integrieren weiß. Also sowas wie den Satanael, der irgendwie, wie Gott sagt, nur letztlich meine eigenen Neins und meinen eigenen Willen auch mit umsetzt, ja, und das nur nicht weiß. Sowas, dazu war er später einfach nicht mehr imstande. Das scheint mir sozusagen so ein Vorgang zu sein. Und das rührt an ein hochkompliziertes Thema an, nämlich an den späten Hax, der in einigen Stellen sich auch dann, also nicht nur bewusst zeitbezogen hingestellt hat und gesagt hat, ich bin jetzt in einer anderen Zeit, ich muss mich jetzt anders verhalten, sondern der sich auch explizit revidiert hat an einigen Stellen. Und dann müsste man im Einzelfall immer gucken, ist das eigentlich schlüssig, was er da macht? Oder andere Frage, war das, was er vorher vertreten hat, schlüssig? Das sind solche Geschichten, die man dann, also die ich jetzt hier weder im geschriebenen noch im gesprochenen Vortrag irgendwie weit abhandeln konnte, weil es ja im Wesentlichen um die Darstellung jetzt ging hier bei diesem Vortrag. Ja. Ja, danke schön. Weitere Wortmeldungen, bitte. Ich könnte sich kurz zu äußern zum Ideal eines Theaterbildes für Hax. Also Theater was? Theaterbild, es gibt ja sicher für ihn auch ein ideales Theater, so viel Problem noch. Ja. So im Widerspruch vielleicht zu dem rechtlichen Ansatz, Theater zu gestalten. Na, das sind zwei Sachen. Also, einmal würde ich sagen, der Begriff Ideal taucht bei Brecht, also der ist bei Brecht nicht zentral. Also in keiner, auch nicht in einem anderen Namen oder so weiter, sondern Brecht hat tatsächlich ein ganz anderes Anliegen. Brecht versucht, Strukturen zu untersuchen, Gesellschaftsstrukturen, objektive Strukturen und nachzuweisen, warum sie so sind. Es gibt aber Stücke, wo das in Ansätzen vorhanden ist. Der gute Mensch von Sechuan und Puntila und sein Knecht Matti würde ich als Beispiele nehmen. Wo tatsächlich sowas wie ein Widerstreiten zwischen dem, was sein soll und dem, was ist, stattfindet.
Nur natürlich muss man das sehen, bezogen auf das, was man im klassischen marxistischen Terminologie einen antagonistischen Widerspruch nennt. Also das ist nicht vermittelbar eigentlich. Und dementsprechend laufen Chanté und Chuitat auch völlig aneinander vorbei. Und am Ende steht, ich habe auch in dem ausgelassenen Teil habe ich den Unterschied zum Amphitryon gezeigt. Am Ende stehen Chanté und Chuitat, stehen da, wir stehen selbst, wie heißt es, selbst betroffen und der Vorhang zu und alle Fragen offen, ne? Wie heißt es, selbst was? Ich weiß, also wir stehen da und der Vorhang zu und alle Fragen offen. Und im Amphitryon heißt es am Ende, von Hux heißt es am Ende, ging auch nicht alles auf, es ging was vor. Also das muss man sich klar machen. Ne? Also das ist im Kern der Idealbegriff von Hux. Wir kommen niemals vollständig zur Lösung, aber wir sind vorangekommen, indem wir uns versucht haben, daran zu orientieren. Uns vielleicht gar nicht so unweit vorangekommen. Und das ist sozusagen das, was ich sagen würde im Theater. Und das Grundthema von Huxens Dramatik, das hat er auch selbst erklärt, und das betrifft vor allem eben diese klassische Phase, das ist eben das Subjekt, das in diesem Spannungsfeld von einerseits dem Ideal, mit dem Anspruch, mit dem ich an die Wirklichkeit herangehe, und andererseits mit den Bedingungen, die Wirklichkeit mir bereitstellt, diese umzusetzen, irgendwie zu kämpfen hat. Das führt auf den sogenannten eigentümlichen Helden von Hux, den Hux bei Tasso und Polly ansetzt, wie er es wörtlich macht. Ja, genau genommen ist der Kolumbus, zumindest am Stück Ende, auch schon so ein Held. Und das führt dann in einem weiteren Schritt noch zu dem sogenannten mittleren Helden, der dann noch, sagen wir mal, noch eine kleine Spur sublimer ist, aber der im Gegensatz zu dem üblichen Heldenbegriff, also der Held sozusagen, der in seiner, wie ich hier bei den Idealen auch gesagt habe, in seiner Vollkommenheit beschränkt ist, der ganz beschränkt sein muss, weil er eben ein Prinzip verkörpert und damit andere Prinzipien nicht verkörpern kann, der das auflöst. Und da würde ich sagen, das zentrale Ideal in Huxens Denken ist das, was man Mitte, Gerechtigkeit oder Objektivität nennen kann. Und das verkörpert wird in diesen mittleren Helden, in diesen eigentümlichen Figuren, ob sie nun Gott heißen oder Amphitryon heißen, Jupiter heißen und so weiter. Also man könnte jetzt eine lange Reihe dieser Figuren aufzählen. Und der Witz am Ideal der Gerechtigkeit ist, dass es als inhaltliche, also als Inhaltsbestimmung das einzige Ideal ist, das nicht einseitig ist, weil es die Nicht-Einseitigkeit zum Inhalt hat. Natürlich ist es dann im Verhältnis zu den anderen Idealen, weil es sich selbst setzt und die anderen ausschließt, auch irgendwie wieder einseitig. Aber als Inhaltsbestimmung ist es das nicht. Und das ist diese Besonderheit. Also bei Aristoteles zum Beispiel geht es um die menschlichen Tugenden und da ist das Ideal, da ist die Gerechtigkeit die einzige Tugend, die nicht als Mittel bestimmt wird zwischen zwei Abirrungen, sondern der man tatsächlich nur die Ungerechtigkeit entgegensetzen kann. Und das hat genau diesen Grund, weil sie selber sozusagen schon das vermittelnde Wesen hat und man kann nur vermitteln oder nicht vermitteln. Also man kann zwischen der Mitte und der Abweichung, gibt es eigentlich keine Mitte. Also darum geht es. Gut, ganz kurz gesagt. Also ich könnte jetzt noch, aber das würde sicher sprengen. Ja, danke schön. Andere Wortmeldungen? Bitte? Ich könnte vielleicht an das Kunstwerk, vielleicht auch die Hux gemacht hat, und jetzt kein Urteil über die Güte von Hux's Kunst, ob Kunstwerke nicht Selbstdemonstrationen als abstrakte Demonstrationen von der Realisierbarkeit von Idealen sind. Und ob also zum Beispiel das die Gerechtigkeit, die wir jetzt auch als so zentral bemerkt haben, als diese Idee von Vermittlung, auch für gesellschaftliche Zustände als Übergangslösung erscheint, mit dem Hux dort den Idealbegriff einer sozialistischen und einer noch nicht kommunistischen Gesellschaft entwirft. Ja, also ich habe den Eindruck, dass in Ihrem Referat sozusagen die Huxsche Position auf so eine Art allgemeine anthropologische, also solange die Menschheitsgeschichte existiert, wird es diese Widersprüche geben. Ja, das dafür bin ich nicht verantwortlich, das sagt er selber. Also ich habe die Aufgabe gehabt, das so darzustellen. Und der Punkt ist, also was jetzt in deiner Frage hinten mitschwingt, weiß ich ja. Also es geht natürlich um den Widerspruch sozusagen auf der einen Seite
solche Dinge ganz konkret zu verorten und zu sagen, wir haben ganz konkrete Verhältnisse und dieses allgemeine Ideal, Wischiwaschi und so weiter, da kann man alles Mögliche rein- und rauslesen. Und das ist auch richtig. Und die Utopiekritik, wie sie bei Marx und Engels passiert, die hat eine sehr hohe Berechtigung. Vor allen Dingen hat sie eine Berechtigung bezogen auf die, gegen die sie sich richten. Es war unheimlich wichtig, das zu binden an konkrete Verhältnisse. Ja? Nur in dem, wie sie es machen, steckt eine gewisse Missachtung gegenüber dem, dass auch es diachrone Zusammenhänge gibt in der Geschichte. Also das heißt, die Geschichte erfindet sich nicht mit jeder Gesellschaftsformation vollständig neu, sondern es gibt Zusammenhänge, die durch die einzelnen Zeitepochen hinweg wirksam bleiben. Und diese Zusammenhänge, die sind nicht weniger objektiv, die sind nicht weniger realistisch, sondern sie sind beschreibbar und sie sind auch mit wissenschaftlichen Mitteln beschreibbar. Und das ist so ein bisschen das Problem. Konkret ist unheimlich wichtig, aber also das Synchrone ist unheimlich wichtig, um es mal jetzt in die strukturalistische Sprache zu übersetzen. Aber das Diachrone sollte man nicht vernachlässigen. Das sind sozusagen zwei verschiedene Punkte. Und also ich habe sozusagen das versucht so darzustellen, wie Hax das gesehen hat, und auch den Begriff des Kommunismus, das habe ich hier komplett ausgelassen, den er ja als etwas nicht Realisierbares aufgefasst hat. Das hat er ja dezidiert auch gesagt. Und ich habe mal an anderer Stelle über mir Gedanken gemacht, warum er das gesagt hat und welche Gründe er dafür gehabt haben kann. Und das hängt eben damit zusammen, dass er im Grunde sagt, Kommunismus muss bestimmte Eigenschaften haben, wenn er so sein soll, wie Marx und Engels ihn bestimmt haben. Und diese Eigenschaften können nicht vollständig an der Sache selbst sein. Also wie, ich kann vielleicht dieses eine Zitat aus Numa vorlesen, was die Grande Dame Lucia äußert. Wo sie also sagt, also welches höchste Bild des Beieinanderlebens, wie uns auch immer, hoffend ausgesonnen. Es zeigte Leute, die sich ähnelten, denn alle Vorzüge in ihnen hatten wir in unserem Traumgebilde vereinigt und übersehen, dass es Schönheiten des Geistes gibt, gleich denen der Natur einander ausschließen und Tugenden, die so unmöglich man in einem Menschen gleichzeitig wohnen trifft, wie Mond und Sonne an einem Himmel. Also das ist sozusagen der Punkt. Und ich würde sagen, der Vermittlungsversuch oder das Lösungsangebot besteht darin, bei Hax, dass er sagt, streben wir also einen Zustand an, der alle Ideale ein bisschen begrenzt und versucht, ein Maximum als Ensemble der Ideale zu vereinen. Und das ist wiederum, da haben wir wieder das Ideal der Gerechtigkeit oder der Mitte oder Vermittlung drin sozusagen. Das ist sozusagen seine Lösung, die man dann haben kann in diesem ganzen Vorgang. Ja. Und ob ich das jetzt richtig finde oder nicht, ist eigentlich unerheblich. Aber es hat was für sich, finde ich. Dankeschön. Bitte? Ja, welche Rolle spielt der Mythosbegriff bei Peter Max? Weil er hat dazu, er hat eine Realisierung von Idealen beispielsweise. Kinder wachsen auf Völker. Müsste ich überlegen, also es gibt zum Mythos vor allem beim frühen Hax Äußerungen. Und da gibt es schon ganz klare Tendenzen auch zu anthropologischen Überlegungen, aber er grenzt sich dagegen auch ab. Es gibt leider, so wenn ich jetzt richtig nachdenke, könnte sein, dass ich jetzt irgendeinen Mist erzähle, aber es gibt, glaube ich, keine späteren Aufsätze oder so etwas, wo er sich nochmal mit Mythen beschäftigt. Aber für mich hat Hax immer sehr stark, im Grunde, wahrscheinlich kannte er ihn nicht, aber im Grunde die Mythologie-Definition von Walter Burkhardt besessen. Also ist ein klassischer Philologe, der den Mythos definiert hat als etwas, was kollektive, überindividuelle, allgemeingültige gesellschaftliche Wirklichkeit bezeichnet. Ich glaube, darum geht es bei Hax. Es ist nicht völlig frei. Ja, wenn man vom Allgemeinmenschlichen redet, vergisst man immer, dass der Mensch immer in der Gesellschaft ist. Also es ist kein, der schwebt nicht in der Luft, der Mensch. Ja, zugleich, wenn ich noch darauf hinweisen darf, hat Hax auch versucht, in relativ früh, ich weiß jetzt allerdings nicht genau die Quelle, mal klarzumachen, dass es bei diesen allgemeinen Haltungen, die durch die Zeit hinweg durch beständig sind und der Mythos lebt von diesen Haltungen, diese Haltungen sich auch mit der Zeit wandeln. Und hat es an der Tugend des Mutes exemplifiziert, hat gesagt, also der Mut eines Ritters und der Mut eines antiken Menschen und der Mut eines Kommunisten sind konkret
unterschiedliche Dinge und müssen das auch sein. Und zugleich gibt es trotzdem etwas, was uns berechtigt, es mit dem gleichen Begriff zu bezeichnen. Mythologisches bleibt doch in der Stoffwahl präsent, wenn es auch ein Stück weit entzaubert wird, aber es bleibt präsent. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ich würde vielleicht von mir aus... Herr Merle. Herr Merle wollte, glaube ich... Entschuldigung. Hatte sich noch jemand zu spät? Bitte, Herr Merle. Bitte. Nein, nee, fragen Sie noch. Der Widerspruch ist irgendwie jetzt aufgefallen, war noch nicht ganz klar, wenn das Ideal etwas nicht erreichbar ist. Das ist das, was ich nicht verstanden habe. Ja, das sagt Hax ja. Andererseits aber der Utopiebegriff, deshalb abgelehnt wird, weil er etwas, also weil das Nicht-Erreichbare an ihm überliefert. Dann ist ja nicht ganz klar, warum der Utopiebegriff überhaupt ersetzt werden soll. Ich meine, der peinliche. Ach so, ja, dann reden wir von zwei verschiedenen. Ist dann ja. der peinliche Utopiebegriff identisch, also der späte peinliche Utopiebegriff, wird ja identisch mit dem Idealbegriff? Na, er nennt ja erstmal zumindest gleich mal drei verschiedene Utopiebegriffe. Also man muss eigentlich von Utopiebegriffen reden, schon genau. Ich habe noch eins dazu sagen. Ich fand das Zitat, das Sie gebracht haben, sehr interessant, nämlich, dass die glänzenden Entwürfe der von den glänzenden utopischen Entwürfen nur das nicht erreichbare oder ja, nicht, genau. Überliefert wird. Mhm. Na, und das ist eigentlich auch eine, es ist eigentlich ein Einschluss, bringt einen Einschluss. Für aber es ist, er sagt es genauer, es geht nicht ums Nicht-Erreichbare, es geht um das Hilflose, es geht um, also er sagt Trotz, Trotz ist was für Kinder, sagt er an der Stelle, ja, also einfach gegen die Wirklichkeit irgendwas zu setzen, weil einem einfach danach ist und so weiter. Und natürlich hat er, und das können wir heute, glaube ich, auch gut nachvollziehen, wir leben in einer Zeit, in der zumindest in den letzten 20 Jahren, man kann auch vermuten schon früher, viele Utopien offiziell über Bord geworfen wurde. Uns wurde, also alle möglichen Utopien wurden, es gibt eine Reihe, es ist nicht nur der Kommunismus, wurde uns erklärt, dass sie nicht gehen und so weiter und so fort. Dass man einen Hals bekommen kann, wenn es im Grunde um Dinge geht, die angestrebt werden müssen, auch wenn sie nicht ganz erreichbar werden, sein können. Also es geht jetzt gar nicht so sehr darum, ob das Ding letztlich vollständig erreichbar ist, aber dass man es überhaupt anstrebt. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, also das ist doch alles ein Traumgebilde und es ist schön und es ist toll, dass Menschen sowas machen und es macht doch den Menschen auch aus, dass er träumt und trotzig ist. Aber seien wir doch mal realistisch. Und ich glaube, das ist das, was er gesehen hat. Und natürlich steckt da drin, man darf es nicht übersehen, es ist noch, er schreibt das noch in der DDR-Zeit und es steckt drin, eine Genervtheit eigentlich von dieser, wie sagt man, von dieser Rückentwicklung hin, dass man eigentlich schon mal über real sich vollziehende Bewegungen geredet hat. Und er man arbeitet sich daran ab, an diesem Widerspruch. Das ist doch ganz groß, das ja. Als Mitlebender gestaltet zu haben. Ja, das hat er, glaube ich, aber später, ich glaube nicht, dass das Gefühl überwogen hat, zu sagen, es war doch schön, dass ich dabei war, sondern er war tief getroffen und er war, ich kann es nachvollziehen, genervt davon, in einer Gesellschaft zu leben, die schon Dinge erreicht hatte, die schon auf diesem Weg vorangekommen war, reale Dinge erreicht hatte. Und nun kommen da irgendwelche Jungschnösel, Volker Braun und wie sie heißen, daher und reden von nicht realisierbaren langen Zielen und dass er Hax da irgendwie in irgendwelchen Traumgebilden da irgendwie lebt. Und es kommt einfach die Utopiekritik, man muss die Vögel lesen, ne? Das ist so ein Beispiel dafür. Man kann auch Rosi träumt lesen. Das ist eine Auseinandersetzung mit der Neuen Linken und mit ihren Denkweisen. Und er hat das als Angriff empfunden, dass etwas, was real schon begonnen wurde und umgesetzt wurde, jetzt auf einmal wieder quasi zurückgestuft wurde in der Bedeutung. Und man hat gesagt, auf einmal, das ist nur eine Utopie. Ja? Und darum geht es natürlich auch. Und es geht ums Irrationale, was da drin steckt. Denn in allem, wirklich allem, was nicht
reine Abbildung, reine Analyse ist und so weiter, steckt ein bisschen was zumindest nicht Rationales drin. Und wenn man das isoliert herauskocht, so wie Sugo aus 500 Gramm Tomaten in so einem kleinen, das irgendwie so reduziert, und wenn man das am Ende hat, dann wird aus dem Nicht-Rationalen etwas Irrationales. Das ja. ist der Quellpunkt des Zugriffs auf mythologische Stoffe. Geht doch auch immer mal vom dramatischen Schaffen aus und was darin zum Ausdruck kommt. Nicht nur immer von der begrifflichen Reflexion. Aber das war doch nicht das Thema. Ja, also... Das muss man aber einführen. Danke für die produktive Kritik. Also ich habe mich bemüht, im Rahmen der Zeit so viel zu sagen, wie möglich war, und habe auch übrigens stark überzogen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber Sie hatten, glaube ich, nur eine Frage, oder? Ja, ach, das ist hoffentlich eine kleine Bemerkung zu den Begriffen. Sie sagten, dass in den 70er Jahren Hax mehr vom Ideal als von der Utopie spricht. Ganz so apodiktisch, glaube ich, kann man das wohl nicht ausdrücken. Herr Kraft hatte am Anfang ein Zitat gebracht über die Utopien, die sich in der Pandora zeigen, und zwar mit Zitaten aus den sauren Festen. Das war ungefähr um 1980. Mhm. Da hat er durchaus noch den Utopiebegriff gebracht. Und ich glaube, ohne Schwierigkeiten könnte man in diesen Zitaten auch Utopie durch Ideal ersetzen. Aber er hat ganz bewusst nochmal diesen Begriff gebracht. Während er andererseits, Sie haben diese beiden Stücke erwähnt, jetzt Vögel und Rosi träumt, da ist wirklich ganz massive Utopie-Kritik drin. Das sind, hier muss man vermutlich sagen, dass Hax doch etwas variabler mit den Begriffen, etwas flexibler mit den Begriffen war, und dass er nun nicht ganz strikt die Ablösung des einen durch das andere vorgenommen hat. Ja. Also so strikt sind ja nicht mal Philosophen. Also selbst bei jedem Philosophen findet man da Inkonsistenzen im Gebrauch der Begriffe. Und die Pandora habe ich auch ausgenommen. Das ist ein ganz erstaunlicher Vorgang, dass er im Rahmen dieser Phase, in der er sich da befindet, zu so einem eigentlich positiven Griff sich ermannt. Also es geht nicht ohne, wenn man in so einer Stimmung ist und wenn man in so einer Frustration ist, in der er sein musste und auch eingestandenerweise war, geht es nicht ohne Zwang. Es kommt nicht so ganz von selbst heraus. Und so würde ich das in der Tat sagen, dass er da tatsächlich das meint, was ich jetzt hier als Ideal bezeichnet habe, wenn er da Utopie sagt. Ja, recht schönen Dank. Und ich danke dem Redner, ich danke auch allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Laut Programm ist jetzt eine einstündige Mittagspause vorgesehen. Ich bitte Sie dann, 13 Uhr wieder hier zu sein zur ersten Nachmittagssitzung.